Ich freue mich, dass ich die weiße Taube endlich finde. Es ist Old Shatterhand, der Freund der Indianer. Weißt du nichts von ihm? Ich hörte viel von dem großen weißen Jäger. Ich kenne das Los der weißen Taube und weiß, wie sie hier lebt. Ich komme, um das zu ändern. Ändern? Warum sollte ich mein Leben ändern? Es ist ein einsames Leben, Paloma, und die Zukunft ist voller Gefahren. Hier wärst du nicht sicher. Ich habe Freunde, die mir helfen. Mausi-Schwänzchen. Hm? Mhm, schon ganz gut. Mausi-Schwänzchen. Du, Mausi-Schwänzchen, Squaw in Wigwam nehmen? Hm? Was? Dich heiraten? Sam Hawkins, nix heiraten. Ja. Nix heiraten, nix Liebe. Aber was ist denn los? Bleib doch hier, mein Mausi-Schwänzchen. Bleib doch hier. Ich will ja gerne alles tun. Mausi, komm in meine Arme. Heute ist ein glücklicher Tag für Chuchi, weil Old Shatterhand jetzt immer bei uns leben kann und nie wieder in das fremde, kalte Land zurück muss. Aber ich gehe wieder zurück, weil ich meine Heimat liebe. Was ist mit dir? Chuchi ist sehr traurig. Sie begreift nicht, was Old Shatterhand denkt. Aber sie wird bitten, dass man sie in eine Schule schickt, um zu arbeiten und zu lernen. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Was sie dort lernt, wird für ihren Stamm von großem Wert sein. Chuchi wünscht sich noch viel mehr. Thank you.
Winnetou. Winnetou? 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 Weiße Feder und seine Krieger sind die Freunde Winnetous und seiner Freunde. Dieses hier sind unsere Fischgründe. Unsere Zelte stehen einen halben Tagesritt von hier. Sie erwarten unsere Gäste. Der Häuptling der Apachen dankt dem Häuptling Weiße Feder für seine Gastfreundschaft. Wir nehmen sie an, bis die Sonne zweimal ihren Lauf beendet hat. Denn unser verwundeter Freund ist erschöpft und bedarf der Ruhe, um neue Kräfte zu sammeln. Und diese beiden Bleichgesichter hier sind gekommen, um nach seltenen Pflanzen zu suchen. Winnetou wäre sehr froh, sie unter dem Schutz der Osagen zu wissen. Winnetous weiße Freunde sollen die Gastfreundschaft der Osagen genießen, solange es ihnen gefällt. Unsere weiße Schwester hier ist die Tochter des tapferen, verwundeten Bleichgesichts, das vor vielen Monaten hierher zum Stamme der Osagen kam. Winnetou ist jetzt hier, um ein Versprechen zu erfüllen. Weiße Feder hat Winnetou verstanden. Ein Kanu liegt für ihn bereit. Mr. Shatterhand. Im Wasser werden unsere Verfolger die Spur verlieren. Sie werden sie zwar wiederfinden, aber die Suche wird sie aufhalten. Wenn ihr so sicher seid, dass die Banditen uns verfolgen, warum legen wir ihnen dann keinen Hinterhalt? Das wäre vom strategischen Standpunkt aus... Ich verstehe nicht viel von Strategie, aber ich weiß genau, dass Winnetou uns entgegenreitet. Das ist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Was wisst ihr von meinem Vater? Er ist in meinen Armen gestorben. Thank you.
Winnetou hat es geahnt. Das Gold ist im Tal der Toten verborgen. Im Tal der Toten? Winnetou kennt den Weg. Er braucht dieses Leder nicht. Er wird es vernichten. Mein Bruder wollte nicht wissen, wo das Gold versteckt ist. So ist es. Gold wird sehr leicht zum Verderben der Menschen. Hier aber geht es um die Ehre eures tapferen Vaters, der Winnetous Freund war. Danke. Ja. Leutnant, Häuptling Weiße Feder gibt uns 5 von seinen tapfersten Kriegern. Also wenn ihr hier bleiben wollt, dann... Nein, ich bin wieder vollkommen in Ordnung und es ist meine Pflicht. Oh, es ist eure Pflicht, hm? Ich wollte sagen, dass ich gern mitkomme. Bitte, ich möchte es gern. Wir werden noch heute weiterreiten.